Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin, und da fällt mir schon das Wort liebe Kollegin schwer, sehr geehrte Frau Kollegin Leidig und sehr geehrter Herr Kollege Krischer. Liebe wird das zwischen uns keine mehr. Der Stil der Debatte von Ihnen beiden war heute, ich sage das ganz offen, unangemessen und schwer erträglich. Und lieber Kollege Krischer, die Süddeutsche Zeitung hat Ihnen bereits am 3. Januar, die Süddeutsche Zeitung ist kein Parteiorgan der CSU, wohl wahrlich nicht, ins Stammbuch geschrieben. Erst wird der nächste Skandal ausgerufen und dann wird geprüft. So führen die Grünen den auf ihr Betreiben vom Bundestag eingesetzten Untersuchungsausschuss, der staatliche Versäumnisse aufarbeiten soll, ad absurdum. Das ist nicht zum ersten Mal Populismus statt Aufklärung oder anders ausgedrückt politische Geschäftemacherei. Genau das gilt heute wie im Januar. Und lieber Kollege Kühn, wenn Sie dann gemeinsam mit dem Kollegen Krischer zum großen Bashing gegen die Automobilindustrie ausholen, dann sieht man einmal mehr die ganze Doppelzüngigkeit und Heuchelei der Grünen. Der größte oder einer der größten Schutzpatrone und Schutzheiligen der Automobilindustrie ist Ihr grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Ja, denn wenn Sie in der Frankfurter Allgemeinen am 15. März nachlesen, dann sagt er: Es gibt den sauberen Diesel, den brauchen wir lange, das ist der beste Verbrennungsmotor. Und jetzt geht es erst richtig weiter. Diese Technologie werde aus Gründen des Klimaschutzes und auch aus wirtschaftspolitischen Gründen benötigt, denn schließlich brauche die Automobilindustrie die Gewinne aus dem Dieselgeschäft. Winfried Kretschmann. So, er hat recht. Natürlich hat er recht. Dann frage ich Sie aber, wie Sie zum Dauerbashing und zur Dauerskandalisierung hier jedes Mal auflaufen können, wenn wir uns mit sachlicher Arbeit und Minister Dobrindt mit sachlicher Arbeit seit Monaten mit dieser Dieselaffäre auseinandersetzen. Dann wäre etwas mehr Seriosität von Ihrer Stelle wirklich angebracht. Über 3 Millionen Rückrufe, konsequent bereits gehandelt und angemahnt am Ministerrat am 7. Juni im vergangenen Jahr, eingefordert eine Clearingstelle, sofort eingesetzt eine Untersuchungskommission, neues Geld fürs KBA für eigene Prüftechnik, Wiedereinführung der Endrohrmessung. Wer handelt? Das ist unser Minister. Herzlichen Dank, Alexander Dobrindt. Und insofern freuen wir uns natürlich auch, dass die Bundesumweltministerin im Untersuchungsausschuss das Ganze entsprechend anerkannt und gewürdigt hat. Herzlichen Dank, Frau Bundesumweltministerin, für das Lob für unseren Verkehrsminister. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind auf europäischer Ebene unterwegs, die Dinge klarzustellen, und sie sind heute schon genannt und abgeschichtet worden, die noch geklärt werden müssen. Wir sind national unterwegs und haben vieles in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam in der Großen Koalition umgesetzt. Wir stehen zur Technologie in der Automobilindustrie, und wir werden eines nicht mitmachen: Dinge gegeneinander auszuspielen, die man auf dieser Ebene so nicht ausspielen kann. Wir machen bei dieser allgemeinen Skandalisierung nicht mit. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Lange. Als letzter Redner in der Aktuellen Stunde spricht jetzt Dr. Matthias Haider von der CDU-CSU-Fraktion.